Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero, Maiden of Blackwater. Im letzten Part sind wir hier mit Yuri am Schrein des Wassers, am Schrein im Wasser, am Schrein am Wasser angekommen. Und wir müssen uns hier umgucken. Bisher sind wir zugebombt worden mit allen möglichen Items, aber haben bisher noch keinen einzigen Geist oder dergleichen getroffen. Und das verunsichert mich etwas. Und ich glaube, hier kommt irgendwann was ganz, ganz Böses. Ich meine, wir haben ja allein drei gelbe Filme da bekommen. Und Weihwasser und Spiegelstein und alles. Ich glaube, ich hatte recht mit einem Bosskampf oder so. あなたは一人で行こうとしているかもしれない。でも今はあなたは一人じゃない。私が一緒にいる間だけでもこっちにいて、少しでもいい、少しだけでもいいの。死にたいのなら一緒に死んであげるから。時のこと思い出しました。あの約束。もう少しだけ。Du hast Hisoka auf dem Gewissen, das wirst du bereuen. Na, warte. Das hast du nicht umsonst getan. Du ollerst Bibi. Hisoka? Ja, du ollerst Hisoka vernichtet. Das werde ich dir nicht verzeihen. Was? So, sie ist wieder unsichtbar. Na, warte. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen, mein Fräulein. Einfach nur oft genug fotografieren und dann wird sie sich schon wieder zeigen. Glaube ich. Na los, zeig dich. Ja, jetzt. Schnell ändern. So, jetzt extra für dich. Ausgewichen. Hinter mir. Ne, vor mir. Ich hab sie so, ja. Ne. Oh nein, da kommen zwei Dinger geflogen. Oh, immer Film hin und her wechseln. Weg da. Konnte ich jetzt nichts tun. Über mir, vor mir, irgendwo. Lach nicht. Da wird das Lachen vergehen, wenn ich mit dir fertig bin. Aua. Wo ist sie denn? Unter mir? Hinter mir? Rechts? Links? Irgendwo? Überall?
Oh nein, wieder zu früh. Bällchen! Dieses komische Bällchen, das die da auf mich losschickt. Boah, ich verbrauche immer mehr Heilung. So langsam aber sicher geht die... Was? Geht meine Heilung zugrunde? Ja, tanzt du nur. Was ist denn das für ein kurzes Zeitfenster, das ich da frei habe? Hau ab. Da ist sie wieder. So. Jetzt mit R1 geschossen. Bam. Ja, da ist sie wieder Mrs. Unsichtbar. Einfach schön drauf ballern, dann wird sie irgendwann wieder sichtbar. Oh nein, sie kommt angeflogen. Aber sie kann mir nichts, weil sie Hisoka auf dem Gewissen hat. Und deswegen werde ich sie jetzt nochmal umbringen. Als ob sie nicht schon tot wäre. Ich weiß nicht, macht sie sich irgendwann von der Zeit selber her sichtbar oder muss man sie einfach nur knipsen die ganze Zeit? Rechts. Ah, jetzt ist sie wieder sichtbar. Scheiß Truhe! Dein Zuhause stand mir gerade im Weg. Oh, sie ist wieder unsichtbar. Nee, ist sie nicht. Sei Schaden genommen. Jetzt! Weggefetzt. Deine kleinen Bällchen da, die kannst du gleich wieder mitnehmen. Jetzt ist sie wieder da oben, direkt vor mir. Ja, jetzt könnte ich, aber es bringt sowieso nichts, weil ich da nur ihre Dinger da loswerde. Oh, ich habe sie jetzt gar nicht erkannt. Mal kurz eine Kräutermedizin nehmen. Oh, hinter mir. Hallo, Madame. Ich weiß, eigentlich sollte ich so gerade halten, aber... Würdest du jetzt aufhören zu lachen und kämpfen wie ein Mann? Oder wie ein Geist oder eine Frau oder was weiß ich, was du bist. Mach dich wieder sichtbar, damit ich dir Schaden zufügen kann. Ja, jetzt! Ja, da werde ich jetzt schnell mal einen anderen Film nehmen. So. Oh nein, da kommt was geflogen. Ja, das Teil da links. Oh nein, sie kommt angeflogen, oder? So. Bam. Nochmal hinterher. Naja, egal. So. Deine eigenen Bälle wurden dir gerade zu Verhängnis. Oh nein. Oh. Was? Das hat nicht gezählt? Dann eben so. Oh, schönes Bild von deiner Visage. Jetzt. Hat's gesessen? Nee, oder? Nein! Scheiß Truhe da, hau ab. Steht voll im Weg. Oh, 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 oh. Was sagt sie? Oh, ich bin doch so doof. Jetzt ist sie links. Wieder links, ja, da. So, sie ist wieder unsichtbar geworden.
Weg! Oh, Bällchen! Schnell, bevor der letzte Ball mich auch trifft. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Renn doch! Ja, ich wäre gestorben. Scheiß Ball! Ball muss jetzt mal weg. Du auch? Ja, schnell. Ach, verdammt. In den Nacken. Auch wenn es der schwache Film ist, aber besser als gar nichts. Warum ist sie irgendwo? Bäm, perfekt getroffen. Allzu lange lebt sie, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, jetzt will sie mich verarschen. So. Daneben. Was? Warum hat das nicht gezählt? So einfach nur rückwärts gehen. Aber zu früh. Ja, jetzt könnte ich. Endlich. Wo ist sie? Antiquitätenanzug. Also. Sie ist so hübsch. Ja, noch näher, danke. Leute, wir sind live, Hisoka. Die Cutscene, die war aber. Hat Hisoka das schon mal erlebt, alles? Und das gefällt mir. Das sieht richtig toll aus. Das. Ah, ich weiß, dass es toll aussieht, aber das möchte ich haben. Yay, meine komische Bildersammlung. Na gut, das da meinetwegen auch. Ist zwar nicht Zwang, aber hey. Ich scherze ihn herum. Meine Mädels alle. Miu. Haruka. Mit dem Daniela-Style. Das ist Rui. Ich glaube, wir sollten jetzt
uns wegbewegen. Aber der Cutscene zufolge hat nicht Haruka. Toll, danke. Wie hieß sie jetzt? Hisoka, genau. Also der Katze nach zu urteilen, hat Hisoka das alles schon mal erlebt? Oder irgendwie, sie hatte ihre Freundin oder so. Ich glaube, es ist Freundin. Ihre Freundin hat sich irgendwie von der Klippe gestürzt und sie konnte es nicht verhindern. Oh nein, es regnet. Oh nee. Ja, Rückwärtsgang. Jetzt bin ich pitschnass. Toll. Gerade kein so gutes Zeichen, wenn ich hier pitchen, dass durch die Gegend renne und überall die falschen Wege nehme. Bist du auch nass? Noch nicht ganz, glaube ich. Bin ich da geradeaus weiter? Ja. Die Blume geht wieder ein bisschen zurück, aber nicht lang. Schon ist sie wieder gefüllt. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viel Zeug war. Wegen diesem Bosskampf gerade. Damit wir Hisoka befreien konnten. Ich bin froh, dass wir Hisoka befreit haben. Moment. War ich hier noch nicht? Da war ich. Ich war hier noch gar nicht. Oder ich habe das übersehen. Schön, eine Abkürzung oder so. Jetzt auf jeden Fall schnell wieder weg. Wo ist denn das Boot? Wie komme ich jetzt zurück? Ich bin doch mit einem Boot hierher gekommen, also wo ist es hin verschwunden? Also da. Aha, oh Mann, ich blind Fisch. Fisch, weil Wasser und so, natürlich. いつもは気づかなかったような小さなことが大切なきっかけになることがあるんですね。行くのか残るのか、もうしばらくここにいてもいいですか。今この温かさがあってよかった。あったかい。Eine schöne Tatsache. Yuri betrat das Boot der Überfahrt und wurde zum Schrein am Wasser gebracht, dem letzten Ort für Priesterinnen, bevor sie zur Stütze werden. Yuri fand Hisoka im Inneren des Schreins und brachte sie sicher wieder zurück in den Antiquitätenladen. Die Beziehung zwischen den beiden wurde dadurch noch weiter gestärkt. Ja?
A ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Dreizehner Tropfen. Renhojo, halte die bösen Geister davon ab, in den Laden zu kommen. Ihr Witzbolde. Naja, das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist wirklich wunderschön. Also es gefällt mir sehr gut. Mit jeder Aufnahme, mit jeder einzelnen Folge, die ich mache, denke ich mir so, der hohe Preis, den ich für das Spiel ausgegeben habe, das war sowas von wert. Und ich würde nicht zögern, es nochmal zu machen, nochmal zu kaufen um diesen Preis. Ich frage mich, wie lange das Spiel noch dauert. Ich meine, 13 Tropfen. So, ich habe auf jeden Fall schon die Hälfte. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich glaube, ich habe auch ein Dreiviertel. Ich weiß gar nicht, wie viele Tropfen es gibt. Naja, die 13 Tropfen werden wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal ansehen. Das war Project Zero, Maiden of Blackwater. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.